Ja, Assassin's Creed Unity ist für dich gestorben und ich kann mich auch entsinnen, warum, und ich kann mir auch vorstellen, warum, und ich kann es nicht mehr hören. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht mehr hören. Mir geht das sowas von auf den Senkel, dieses Scheiß 30 Frames, 60 Frames, 180p, ich kann es nicht mehr hören. Das ist sowas von dämlich. Meine Fresse. Entschuldigung, aber ich muss es einfach mal sagen. Wo müssen wir denn lang? Eigentlich ja da rechts lang, ist schon richtig, aber... Hier vielleicht? Nee. Ich werde mal eben ein Medipack nehmen und eins herstellen. Ist der normale Schwierigkeitsgrad. Kommen wir hier vielleicht lang? Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Navi zeigt doch in die Richtung. Zurück zum Büro. 900p Müll. Ja, wegen der scheiß 900p Auflösung. Die ungeschulten Augen sehen 900p überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr damit ein Problem habt. Wo müssen wir... Hä, wo müssen wir denn hin? Achso, wir müssen jetzt hier wieder runter wahrscheinlich. Eben, die Grafik ist nicht alles. Das stimmt. So, Prost zusammen. Und natürlich willkommen zur Let's Play Live Show nach alle neuen Zuschauer. Einfach Werbung in den Chat schreiben. Und ihr seht meinen YouTube-Channel und wann die Let's Play Live Show immer wieder startet. Zurück zu Marshalls Büro. Ja, bin schon auf dem Weg. Ist das jetzt hier richtig rum wieder zurück oder laufe ich jetzt richtig? Doch, das siehst du sehr wohl. Mhm. Ich sag ja, die ungeschulten Augen sehen es nicht, die geschulten Augen ja. Ich laufe doch vollkommen falsch, oder? Oder bin ich jetzt... Hä? Wo muss ich denn hin? Verdammt nochmal. Rauchen kann tödlich sein. Muss ich jetzt wieder mit dem Fahrstuhl fahren? Nee, oder? Das kann doch nicht sein, oder? Oder vielleicht doch. Wo komme ich denn hin? Raumfahrtterminal. Vielleicht doch. Ich drück mal hier drauf. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir da in die richtige Richtung. Dann habt ihr auch bestimmt Watch Dogs nicht gezockt. Und das nur wegen der Schrott-Xbox. Hä? Oh mein Gott. Gott, ich kann's echt nicht hören, ehrlich. Dieses ganze Drumgejammer wegen dieser 900p-Scheiße und die 30 Frames und 60 Frames. Meine Fresse, ich kann's echt nicht hören. Das so zum Kotzen ist das, ehrlich. Meine Güte, seid doch froh, dass die Spiele rauskommen, dass man die angenehm spielen kann und dass sie dann vielleicht nicht ruckeln. Was hast du davon, wenn du 1080p hast mit 60 Frames und das Spiel ist permanent irgendwie am Ruckeln an jeder kleinen Ecke?
Seid doch froh mit das, was ihr habt. Ich verstehe sowas echt nicht. Also tut mir leid. Ich kann mit den ganzen Drumgejammer kann ich echt nicht. Also, ne? So, bin ich jetzt richtig? Nein, bin vollkommen falsch, ne? Ja, ist klar. Natürlich. Also, war das doch falsch? Also müssen wir doch wieder nach oben. Hallo Terminator, ich grüße dich erstmal. Hi. Genau. Das ist genauso wie bei The Crew, wie sie sich alle aufregen. Boah, The Crew sieht voll scheiße aus. Guck dir die Automodelle an. Boah, die Grafik ist voll scheiße bei The Crew. Da ist Drive Club viel, viel besser. Wie kann ich The Crew, The Drive Club und hier dieses Projekt Cars einfach vergleichen? Das kann ich nicht. The Crew ist ein Open World Arcade Racing Game mit einer riesen Spielwelt. Da muss ich halt Abstriche bei Grafik ziehen. Das ist einfach so. Ich verstehe sowas nicht, dass Leute mit jedes Spiel mit jeder einzelnen Kleinigkeit pipapo vergleichen. Ich verstehe sowas nicht. Das ist einfach, ey, das geht nicht. Ich kann doch auch nicht sagen, ich vergleiche Bobfahren mit Skilaufen. Das ist doch was vollkommen Unterschiedliches. Tut mir leid, aber das ist einfach so. Bei The Crew ist es einfach eine riesen Spielwelt. Da muss ich halt grafisch Abstriche ziehen. Das ist einfach so. Damit kann man aber, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben. Und Drive Club ist für sich auch ein Spiel und Projekt Cars. Das ist einfach so. Ne? Flexi war schon immer da, war nur schreibfaul. Achso, okay. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir hin müssen. Ich verstehe nicht, dass wir. Wo kommen wir denn? Bei DayZ werden sie sich auch aufregen. Boah, ist die Grafik scheiße. Ne? Das wird genauso sein. Das sehe ich jetzt schon. Das kann ich jetzt schon im Voraus sagen. Ja, im Voraus, ein Jahr im Voraus sage ich jetzt schon, dass sie bei DayZ auch alle am Schimpfen sind. Boah, ist die Grafik kacke, Alter. Da kaufe ich lieber H1Z1. Aber H1Z1, man muss mal überlegen. Viele schimpfen jetzt darauf. H1Z1, wann kommst du denn jetzt endlich? Boah, mein Gott, ey, das dauert noch so lange. Ihr müsst mal überlegen. Sony Online Entertainment hat ja noch niemals Planetside rausgebracht. Obwohl sie es zum Release der PlayStation 4 angekündigt haben. Sie haben ja noch niemals geschafft, auf die Reihe zu kriegen, Planetside 2 zu releasen. Und da schreien jetzt schon einige nach H1Z1. Also, nee, Das Video ist ja auch ohne HD lustig. So, The Division. Division bin ich momentan auch so ein bisschen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich finde The Division von der Idee her alles ganz cool, aber momentan liest man ja noch sehr, sehr viel. Ja, ist in der Entwicklung und wir machen noch dies und das und wurde auch wieder verschoben. Ich warte da noch ein bisschen drauf. Was da alles noch so passiert. Wo müssen wir denn hin, verdammt nochmal? Das gibt's doch nicht. Ich habe auch P.T. gestreamt. Hallo Robby, ich grüße dich. Wie gesagt, schau einfach mal bei meinem YouTube-Channel vorbei. Da wirst du fündig, was P.T. angeht. Und was auch die Lösung angeht und alles. Ich verstehe nicht, warum wir hier nicht weiterkommen. Also so schlimm war es noch nie bei Alien jetzt gerade. Genau, da ist mein YouTube-Channel, ReflexGR. Da kann man alles lesen. Let's Play Live-Show, Freitag, Samstag, immer 20 Uhr. Wenn es ruckelt, wäre es ja nicht 60 Frames. Haha. Logikflex. Ja, aber wieso? Es kann doch auch mit 60 Frames ruckeln. Vladiboss. Wer sagt, wer behauptet denn, dass es mit 60 Frames und 1080p nicht ruckelt? Hä? Ich verstehe nicht, wo wir hin müssen.
So, jetzt geht der Pfeil nach da. So, aber hier ist ja nichts. Hä? Bin ich der einzige Doofe, der jetzt hier den Ausgang sucht? Es kann mit 60 Frames und mit 1080p auch ruckeln. Und vielleicht haben sie sich deswegen entschieden, dass wir nur 900p machen mit 30 Frames, damit es nicht so ruckelt, weil es sonst zu hochauflösend ist. Mal drüber nachdenken, ne? Guck einfach mal bei Demos, Ranger. Schau einfach mal bei Demos rein. Wegen P.T. Unter Spiele und dann Demos, glaube ich, ist es. Wo müssen wir denn hin? Ich verstehe das gerade nicht. Galerie, da waren wir gerade. Da kommen wir nirgendwo weiter. Ah, P.T. gibt's nicht mehr. Achso, okay. Kann ich wieder hören, Flexi. Hi, Hardstyler. Wo müssen wir denn hin, verdammt nochmal? Ich schnall das gerade irgendwie nicht. The Last of Us ist einfach nur geil, auf jeden Fall. Definitiv. Ich hab's ja Let's Played. Und auch auf Dreier schon mal gespielt. Prost zusammen. Hey, Icon 007 Alex. Hallo, ruckelt es in den Zwischensequenzen bei dir? Gruß. Ja, bei Alien Isolation, die Zwischensequenzen ruckeln bei mir auch. Also das ist ein Fehler vom Spiel. Da habe ich mich auch sehr, sehr drüber geärgert, weil das ganze Spiel läuft eigentlich relativ angenehm. Aber die Zwischensequenzen, die ruckeln bei mir auch. Ja. Ja, P.T. habe ich gerade gelesen, kommt, also gibt's nicht mehr. Wo müssen wir denn hin? Verdammt. Ich schnall das nicht. Wo müssen wir denn hin? Vor allem, wie kommen wir denn da hin? Gehen Sie zum Marshallbüro zurück. Wo war denn das Marshallbüro? Frames sind zum Beispiel bei Rennspielen sehr ganz cool. Und ganz geil, weil da eigentlich relativ schnelle Bilder sind. Ja. Da lohnt sich definitiv auch mal 60 Frames zu machen. Oh, da müssen wir tatsächlich. Jetzt fahre ich mit dem Fahrstuhl runter, ist mir scheiße. Nee, Moment. Auf der Karte ist es ja auf der Etage, aber wo müssen wir denn hin? Waren wir im Marshallbüro denn schon gewesen? Ich gehe nochmal zurück. Groß, warte, würde auch gerne, hatte aber schon genug Flexi. Achso, okay. Oh, so viel heute. Ich habe noch übrigens noch einen Captain hier mit Cola. Den wollte ich mir eigentlich mal wieder zu Genüge führen. Habe ich schon lange nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Du musst an die Rolltore gehen. Wie an die Rolltore gehen? Da war ich doch. Und erstmal, hallo, Isis. Easy. 38. Cool Man, 1976. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wie gesagt, einfach mal Werbung schreiben in den Chat. Dann seht ihr alles über meinen YouTube-Channel und wann die Let's Play Live Show läuft. Alien sieht ja echt gut. Und der erste deutsche Stream. Ja, ich habe letzten Freitag schon angefangen. Also 4, 5 Tage vorm Release schon habe ich schon gestreamt. Aber. Wo ist denn dieses Scheiß-Drecks-Marshall-Büro? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier leuchtet nichts auf. Also müssen wir doch oben. Also muss das doch oben sein, weil hier leuchtet das Marshall-Büro nicht mehr auf. Das kann ja nicht sein. Jetzt werden viele Controller in die Ecke fliegen, außer bei Flexi, denke ich mal, kommt da hin. Hier bei Alien reichen auch 30 Frames. Ja, und es sieht trotzdem gut aus. Ja, 30 Frames und sieht top aus. Außer bei Reflex, genau. Habt eine Flasche Ballentins weg? Okay. Ich glaube, ich werde mir gleich einen leckeren Ketten trinken mit Cola.
Lecker, lecker, lecker. Aber erst werde ich mein Bier genüsslich wegtun. Prost zusammen. Na du? Gizmo sagt heute gar nichts mehr. Der liegt nur auf seinem Sofa und pennt. Whisky. Oh. So eine schöne Jackie hätte ich jetzt auch Bock. Mr. Jackie ist aber gerade nicht im Haus bei mir. Der ist unterwegs. Alien hat auch nur 30 Frames. Ja. Ja. Nein, 30 Frames hat nichts mit der Grafik zu tun, aber die Bilder pro Sekunde. Deswegen heißt es ja auch FPS, Frames pro Second. Ja. Aber es macht das Bild angenehmer. 30 Frames. Und ich denke mal, wenn es mit 60 Frames laufen würde, würde es ruckeln. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wo müssen wir denn hin zum Marshallbüro? Wie kommen wir da oben hin? Ich verstehe das nicht. Hier ist im Übrigen auch noch irgendwie was. Hier. Ach, hier Karte aktualisieren. Schau mal einer an. So. Hotel The Bankhaus. Jetzt haben wir die Karte aktualisiert. Ich muss zum Rolltor gehen, war gerade der Tipp gewesen. Hab Sprudelwasser hier, ist eh am besten. Das stimmt wohl. So, am Roll. Was? Okay. Aber hier kommen wir doch nicht weiter, oder? Nein, hier kommen wir nicht weiter. Hier verbrennen wir uns die Finger. Au, 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 au. Ja. Keep out. Honey Jack Whisky. Habe ich noch nie probiert. Wie schmeckt das denn, Honey Jack Whisky? Schmeckt das wirklich gut, oder? Ach so, Rolltor. Wie hohl ist das denn? Nochmal, Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Sie würden jagen? Jeden und alles würden sie jagen. Jetzt haben wir ein Problem mit den Androiden. Okay. Das heißt, wir sollten schleunig zusehen, dass wir ein neues Medikit bauen. Jägermeister, Jägermeister der Gehirnkleber. Fieber. Der fehlt ja noch. Cool Man. Wo müssen wir denn hin? Ah, hier wahrscheinlich. Oh. Geh weg, 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 Elektro, du kriegst einen Elektroschocker. Oh, guck mal, wieder abdance. Du scheiß Android, verpiss dich. So, wir müssen da lang. Ich gehe aber trotzdem noch mal kurz hier schauen. Helen haben wir gerade momentan keine Probleme mit, aber besser ist, wenn wir uns umsehen, wegen Elektroschock-Munition. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein bisschen was brauchen. Ja? Auf ein Hiwi. Puh. So, willkommen zur Let's Play Live Show. An diesem schönen späten Freitagabend. Um 23.31 Uhr haben wir schon. Mein Gott. Heute wird die Let's Play Live Show definitiv wieder Überlänge haben. Weil ich will es unbedingt durchspielen. Es ist unglaublich, aber ich will es durchspielen. Das ist einfach so. Es ist faszinierend. Bei Alien-Spiel wäre ich nicht mehr so cool. Speichern, auf jeden Fall. Speichern wäre echt eine coole Alternative, definitiv. Aber ich habe bisher noch keinen einzigen Speicherpunkt gesehen, bin ich ganz ehrlich. Wir schauen mal eben, was wir herstellen können. Medikits sind 6, also maximal. Okay, Molotow können wir nicht herstellen. Eine EMP-Granate auch nicht. Oder Mine. Okay, Geräuschmacher,
Okay, wir sind eigentlich so relativ gut ausgerüstet. Der packt dich. Der packt mich. Der packt mich. Da müssen wir lang. Ich schau noch mal eben hier, ob hier was ist. Das mit dem Rolltoren geht mir ein bisschen auf den Keks, weil man weiß nie, welches Rolltor aufgeht oder nicht. Oh. Willkommen im Zentrum Oberhausen. Finde ich nicht. Was? Wo ist ein Speicherpunkt? Ich muss mal eben kurz gucken, wo ein Speicherpunkt ist. Natürlich nicht hier in der Nähe. Das ist natürlich supi. Da müssen wir lang. Nein, Elektroschocker will ich auswählen. Da ist eine Kiste. Die Kiste nehmen wir noch mit. Und da müssen wir lang. Das ist auch so geiler Effekt mit dem Ventilator. Schade finde ich nur leider, dass wir keinen eigenen Schatten werfen. Ich weiß nicht warum. Wir haben die Karte aktualisiert. Oh, da kommt ein Speicherpunkt. Yay. 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 Wir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Widersacklesichter, ihr Mörder! Lass sie in Ruhe! Bleib zurück! Also normalerweise immer bis finden Sie eine Alternativroute, ist das nächste Ziel. Normalerweise immer bis circa 12 Uhr, so geht die Let's Play Live Show immer von 20 Uhr an. Aber heute wird es immer länger haben, einfach wegen Alien, weil ich Bock habe, es weiterzuspielen. Prost zusammen. Wenn du mehr erfahren willst über meinen YouTube-Channel und über die Let's Play Live Show, gibst du einfach mal Werbung ein in den Channel. Also hier einfach in den Chat Werbung schreiben und du findest da mein YouTube-Channel-Name und wann die Let's Play Live Show immer streamt. Geh weg. Geh weg. Geh weg, du stinkst. Scheiße, wir müssen auch noch in die Richtung, wo der läuft. Oh, das gibt's doch nicht. Warum muss der denn jetzt genau da lang laufen? Der Stricher. Entschuldigung. Speak English? Your speaking is. Yes, I speak a little bit English. My English is not very good. I hope you have a little bit lucky in a couple of minutes here in the stream. The Let's Play Live Show every Friday and Saturday. Oh. Mit dem müssen wir uns auch noch drum schlagen. Okay. Warum ging denn vorhin hier die Tür nicht auf? Ich weiß es nicht. Egal. Wir müssen auch noch ihm verfolgen. Das ist dumm. Okay, kommen wir nicht lang. Ich glaube, da waren zwei Gegner, ne? Hallo? Hallo? Wow! Wow! Wicke, ich mach dich auf. Oh, ich muss den auch noch nachladen. Ich muss den scheiß Elektroschocker nachladen. Lalalala. 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 Ich muss den scheiß Elektroschocker nachladen. Wieso lädt er den nicht nach? Wieso lädt er meinen Elektroschocker nicht nach? So, jetzt aber. Bzzzt. Coole Soundeffekte macht er. So, Inventar voll. Wo müssen wir hin? Wir müssen da lang, wo er hergekommen ist. Da ist noch eine Kiste, die nehmen wir noch mit. Wird nicht toleriert.
Mein Gott, geh mir doch nicht auf den Senkel, du scheiß Androiden-Lutscher. Guck mal hier, was ich für dich hab. Guck mal. Brenn, du Sau, brenn. Nee. So. Musste mal gesagt werden. So. Lol, better. Yes, little bit English. So, how are you? So. And I hope you have a little bit lucky in the couple of minutes. So, Sonne Latte. Auf jeden Fall, speichern, Sonne Latte, definitiv. Huh, wie alt bist du? Ich bin, ja, schätz doch mal, ratet doch mal. Und bitte die Stammzuschauer bitte jetzt nichts verraten, ja? Wie alt bin ich? Ihr dürft alle mal raten. Habt ihr mal ein bisschen was zu tun? Wie alt bin ich? So. Oh mein Gott, Schlafhöhlen. Bisschen klein, die Schlafhöhlen. Da würde ich noch niemals reinpassen. Da würden meine Beine hier runterbaumeln. So, haben wir hier was vergessen? Nee, okay. 62. Alt. Okay. 22 ist falsch. Also wie gesagt, die ganzen Stammzuschauer bitte nicht verraten. Ben hat richtig geraten. 29. Ey. Ben, herzlichen Glückwunsch. Ja, 29 ist richtig. Wahnsinn. Nächstes Jahr werde ich 30. Mein Gott, runder Geburtstag. Ich bin am überlegen, ob ich einen Live-Let's Play mache. Ja, ihr habt richtig gehört. Auf meiner Geburtstagsparty einen Live-Let's Play. Oh. Halt die Schnauze, halt die Schnauze, halt die Schnauze. Fick dich, du Scheiß. Mach die Tür auf. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Nee, fuck, wir müssen in die andere Richtung, Scheiße, wir müssen in die andere Richtung, fuck. Ich will aber trotzdem nochmal eben die Kiste durchsuchen, so. Nicht rennen. Rennen kann zu Unfall führen. Hallo? Wieso komme ich nicht mehr da hoch? Guck mal, was ich für dich habe. Guck mal. Brenn du Sau. Ja, brenn du Sau. So. Den Runden habe ich dieses Jahr auch gemacht. Oh, Glückwunsch, nachträglich nochmal. Okay, wir müssen hier lang. 64. Kannst du DayZ Geburtstagsspecial machen? Dieser scheiß Waits, ey. Dieser verdammte fucking Waits, den werde ich mit den Flammen.